So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Knights of Pen and Paper Plus One Edition. Haunted DLC? Okay. Ja, nein. Gut. Ja, was ist das? Das ist im Grunde genommen ein kleines Projektchen, das ich mal so einwerfen wollte. Okay. Was zur Hölle ist das? Ah, ich verstehe. Da kann man also das Spiel... Man kann sich im Vorfeld schon irgendwie eindecken für jede Menge Geld, das man sich hier kauft. Oder Gold viel eher. Alles klar. Gut. Ja, was ist das? Das ist im Grunde genommen eine Art, ja, ich sag mal, Indie-Projekt, klar. Von, ich glaube, brasilianischen Entwicklern. Und das Ganze ist... Ja, das löschen wir einfach mal. Klicke auf einen Stuhl, um mindestens zwei Spiele hinzuzufügen. Ja, hier geht es jetzt im Grunde genommen darum, wir erstellen uns einen Spieler, einen Helden. Wir können uns, glaube ich, später noch andere dazu holen, bin aber nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall ist das Ganze so gedacht, dass das hier eine Art von, ja, Pen and Paper, also eine Rollenspielrunde imitieren soll. Und es werden uns halt Gegner entgegengeworfen, wir leveln mit der Zeit auf, wir können uns, wie man hier sieht, verschiedenste, ja, das ist wahrscheinlich sowas wie die Rasse und das hier ist dann die Klasse, können wir uns aussuchen und die haben verschiedene Fähigkeiten und die über die, sag ich mal, Klasse, ja, das ist eine Klasse, Magierklasse, Schurke, Krieger, Paladin, Kleriker und Druide und oben können wir uns dann eben für hier die passiven Boni, können wir uns was aussuchen. Die haben alle bestimmte Auswirkungen und ja, ich habe das Ding vor, lass mich lügen, vor 3 Jahren, 4 Jahren irgendwann mal auf Steam wieder gespielt und da auch eine ganze Menge Zeit investiert. Es ist, glaube ich, sehr, sehr ja, grinding intensiv. Das heißt, man muss, glaube ich, sich oft durch irgendwelche Horden von Monster schnetzeln. Ein wenig repetitiv das Ganze, allerdings hat es auch eine Zeit lang richtig viel Spaß gemacht. Ja, und jetzt eben über das GOG Connect, das ich auch schon mal bei Unepic angesprochen hatte, habe ich das Ganze eben auch jetzt hier bei, bei GOG, genau. Bei gerade der Back to School, also zurück zur Schule, in die Schule, Verkauf läuft, dachte ich mir, können wir doch einfach mal antesten und ja, das wird also nicht besonders lange, vielleicht mache ich mal eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger, vielleicht mache ich auch mehrere Parts, mal gucken, vielleicht wenn es Spaß macht und mich so ein bisschen packt, vielleicht werde ich dann ein bisschen länger dabei bleiben, allerdings für den Moment sage ich mal ein Stündchen, gutes Stündchen, werden wir jetzt mal reinschauen, so anschnuppern, was das Ganze ist, was es kann, was es soll, werden wir dann einfach sehen. Gut, ja, ich habe mir überlegt, entweder die Glücksfee zu wählen. Ja, Blümchen. Ja, die Bezeichnungen sind irgendwie so, dass man sich teilweise dagegen entscheidet, anstatt des Namens wegen. Ja, so einen schönen Hipster. Ja, hier auch wieder schön deutsch. Randomness 10% increased. 10% increased damage range. Ja. Da machen wir halt einfach als Hipster machen wir mehr Schaden. Blümchen. Würfel um 1 erhöht. Das klingt extrem gut, denn dann ist das Minimum, was wir würfeln können, auf jeden Fall immer höher. Und das Maximum somit natürlich auch, aber es geht halt darum, man kann nicht zu tief fallen, wenn man sowas hat. Das ist immer sehr, sehr, sehr angenehm. Was haben wir noch? Großmutter zusätzlich 2. 100%. Auf Bedrohung. Zusätzlich 2. Ja, keine Ahnung, Großmutter ist ja bedrohlich. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Fräulein Goldbeere ist halt ein Alleskönner, ne, passiv, so ein Allrounder, wie man sagt, bekommt eben auf alles einen Bonus. Hynx habe ich nachgucken müssen, weil ich dachte, was zur Hölle, ist das ein männliches Sphinx oder was? Ne, Hynx ist einer der Entwickler oder so, irgendein brasilianischer Spielemacher, keine Ahnung, vielleicht ist das auch einer derjenigen, die hier mitgewirkt haben. Für den würde ich mich nämlich entscheiden, aufgrund der Fähigkeitsdauer. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, aber normalerweise läuft das ja immer nach Runden ab. Und wenn wir eine zusätzliche Runde haben, in der wir die Fähigkeiten nutzen können, wie, weiß ich nicht, heilen oder was auch immer, irgendwelche Gegenstände, die uns vielleicht einen Bonus geben, das hätte ich wahnsinnig gern. Entweder die Glücksfee oder ihn.
Aber ich glaube, ich nehm das hier mit der Fähigkeitsdauer einfach mal so. Bürohengst, auch nett, bekommt man 10% mehr Erfahrungspunkte, levelt also schneller auf. Der Nerd, allzeit bereit. Wiederbelebungskosten für diesen Spieler um 50% reduziert. Ich nehme an, man kann einfach auch, wenn man sich zu weit bei Kämpfen aus dem Fenster wagt, man kann die auch immer einstellen, glaube ich. Genauso war das. Man hat die Möglichkeit, du kämpfst gegen 2, 3, 4 oder 5 Ratten und so kann man sich dann die Schwierigkeit hochstellen. Wenn man es schafft, kriegt man mehr Erfahrungspunkte, klar. Ansonsten krebst man halt mit dem kleinen Vieh unten immer rum und kämpft gegen 2 Rattelchen. Das kriegt man locker hin und ne, kriegt man eben wenig Erfahrungspunkte. Gut, weiß gar nicht, ob das dann exponentiell höher wird. Möglicherweise. Partylöwe, 50% Rabatt auf den Kauf dieses Spielers. Wahrscheinlich müssen wir den dafür 5 Münzen rechts oben sieht man es kaufen. Ich habe keine Ahnung, steht der Preis irgendwo dran? Natürlich nicht. Sportskanone, Schläger, Passiv plus 1 auf Angriffsbonus. Ich denke mal, der macht dann einfach immer einen Schadenspunkt mehr, egal bei was. Also Minimum ist dann wahrscheinlich 2, würde ich mal sagen. Wolfsblut passiv, heilt einen Trefferpunkt pro Runde, das klingt natürlich auch super. Dann geht man nicht so schnell, gibt man nicht so schnell einen Löffel ab, weil man immer. Man kann einfach länger durchhalten. Wenn man dann. Ja, der hat glaube ich schon. Ja, wenn man dann was nimmt, was viele Trefferpunkte hat, ich schätze mal, dass das dann schon einen Unterschied macht. Oder man überlegt als Glaskanone länger, weil man statt, weiß nicht, 3 dann eben 4 Trefferpunkte hat. Ach, ne, halt, das halt hier nur. Okay. Ja, aber wenn man jetzt 4 hätte, dann wird jedes Mal ein Viertel heilen. Wenn man jetzt, sag ich mal, 100 Trefferpunkte hat, dann wären 101. Beziehungsweise, wenn man getroffen wird und hat nur noch 80, dann hat man 81. Wenn man wieder getroffen, dann hat man 62, wenn man wieder 20 Punkte Schaden nimmt. Das wäre natürlich nicht so sinnvoll. Ich weiß es nicht. Aber hier steht ja Trefferpunkt 8. Okay, das sind die Trefferpunkte. Alles klar. 8, 9, 7, 6, 9, ja. Okay, wir spielen also zwischen 7 und 9. Okay. Und da dann jede Runde eins dazu. Ist nicht so schlecht. Also knapp bei 10% jedes Mal drauf. Gut. Das war Bello. Kleiner Bruder, unruhig, passiv. Klar, der kleine Bruder ist sehr ja, hibbelig, sicherlich. Als kleiner Bruder sage ich dazu, das ist Quatsch. So, Rocker, ja, plus 5 Trefferpunkte. Trefferpunkte. Ach, okay. Das ist dann gleich mal 40% erhöht. Das ist ja nicht schlecht. Oder 60 sogar waren es gerade bei dem hier. Für den Kleriker. Bei dem wären es, was ist denn das? Ja, 60. Ja, das ist nicht schlecht, der Rocker. Was haben wir hier noch? Paris, 50% Rabatt auf Verbesserung beim Schmied. Ja, klingt auch nicht schlecht. Hier haben wir die Version mit Magiepunkten. Wir haben Magie 2. Sind es die Magiepunkte oder was oder wie? Oder rechnet sich die Magie über die Magie? Also die Magiepunkte. Wenn die berechnet über. Ne, Magie ist 6. Wahrscheinlich ist dann auch Magiepunkte sind dann 6. Ich habe es auch gleich MP nennen können, wie TP, oder? Nicht? Ja, ich weiß nicht. Gut, damit sind wir so durch. Ich würde aber wahnsinnig gerne mal den hier ausprobieren, einfach nur, weil ich es kann. Gut, dann haben wir die. Oh Gott, die lese ich jetzt natürlich nicht alle vor. Ja, richtig. Wir suchen uns einfach eine Klasse aus. Was wäre denn das? Genau, das ist nämlich das. Du fügst 2 Runden lang 10% natürlichen Schaden plus 10 Blutung zu. Und mit ihm hätten wir dann wohl 3. Ja. Das heißt, damit kann man die schon mal um ein Drittel direkt mal erhöhen, beziehungsweise um 50% erhöhen. Das klingt doch nicht schlecht. Heilt das Ziel? 2 Runden um 8, so also 3 Runden um 8. Das klingt doch verlockend. Das ist eine sofortige Heilung. Und das auch. Ja, hier für den Kleriker zum Beispiel wäre das nicht ganz so sinnvoll. Obwohl, ne, schwächt den Angriffswert eines Ziels plus 2 Feinde in dessen Nähe. 2 Runden, da wären es jetzt schon 3 Runden. Okay, also, ja, Aber wenn man sich überlegt, der Druide, der lebt ja quasi davon. Das ist 2 Runden, das ist 2 Runden. Eine Runde, also hier 2 Runden in Schlaf versetzt. Gaias Segen und eine Kugel? Ich weiß ja nicht. Naja, okay. Was haben wir denn noch? Kleriker haben wir, Paladin. Ja, Trefferpunkte.
Heilung. Hier auch wieder ein Schild, der wird dann auch wieder um 30, eine Runde erhöht. Das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Schaden halbiert. Das ist auch eher auf Angriff getrimmt. Hier ein mächtiger Schlag. Ja, ich weiß nicht, ich spiele nicht so gern. Aber das war natürlich supi. Dein Haut wird hart wie Stein. Also da gehen wir schon bei 4 Runden lang, werden die Trefferpunkte erhöht und die Panzerung wohl auch. Nee, erhöht den körperlichen Widerstand. Oh doch, okay. Für den Angriff mit 30% Schadensbonus aus und schwächt das Ziel. Ja, aber ich spiele eigentlich sehr ungern solche Charaktere, solche ich hau ein Wort drauf Charaktere, das ist nicht so meine Welt. 3 Runden lang weniger Bedrohung, kritische Treffwahrscheinlichkeit wird erhöht. Zieh eine Waffe mit einem Gift. Ich meine, den hatte ich das letzte Mal auch gespielt, das kommt mir so bekannt vor mit dieser komischen Kutte. Ja. Achso, dann brennt das Ziel länger. Hier ist es länger betäubt. Das ist sowas, genau, das ist passiv. Hier haben wir einfach 6 Punkte mehr Mana, das sind wir schon bei 12. Meteor, ein riesiger Meteor fällt vom Himmel. Ja, also für die Hauptpunkte, sage ich mal. Ja, was machen wir denn in der Zwischenzeit? Dann brennt er einfach 3 Runden lang. Und hier ist er 2 Runden lang betäubt. Ich würde fast sagen, wir spielen einfach mal den Magier. Richtig, deswegen wahrscheinlich Hynx, ne? Controller, Spieleentwickler. Ja, okay. Gut, dann spielen wir mal mit Hynx, dem Magier. Ja. Hey, Konsolenfans, nehmt das. Git. Klicke auf einen Stuhl, um mindestens 2 Spiele zu. Ne, ich würde ganz gerne mit einem spielen. So, jetzt können wir ihn anklicken. Hynx, der Magier. Hier haben wir eine Kiste, da haben wir Tränke. Schwacher TP-Trank, 8 Trefferpunkte. Schwacher MP-Trank, Widerstand 8 Mana-Punkte. Salom Drobe, keine Attribute. Sehr gut. Stab, keine Attribute. Super. Nein, da können wir sie wahrscheinlich einsetzen. Wir lassen das mal. Wir haben nur ihn. Okay, X. So geht's jetzt los. Ja. Klick auf den Stuhl, um mindestens 2 Spiele anzuzügen. Ja, ich würde aber ganz gerne starten. Kann ich das nicht, oder? Tiergefährte. Wiederbelebungskosten, permanenter Effekt. Naturwiderstand plus 20. Mana entzogen, permanenter Effekt. Okay. Eine Katze? Ne, ein Hund. Das ist doch kein Hund. Ach gut, das ist ein hässlicher Hund. Okay. Hässlicher Hund bringt plus 5 Mindestdauer zum Listeneintrag von Gegenständen. Was ist los? Plus Angriff, vermehrter Effekt. Okay. Was haben wir hier noch? Bücher. Oh. Monster, Regeneration plus 1 Regeneration. Ach so, das ist natürlich so gedacht, ja. Okay, das heißt, man sollte es wahrscheinlich in mehreren, ja, Staffeln sozusagen durchspielen. Und holt sich dann am Schluss hier beim Händler was. Ja, oh Mann. Wir müssen also mindestens zu zweit spielen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Jo, wie ich es mir dachte. Dann spielen wir einfach einen Kleriker. Einzelner Heilzauber zahlt halt ein Ziel oder Zirkel der Heilung halt alle Gruppenmitglieder. Ja, das ist ein bisschen doof. Schnelle Erfahrungspunkte. Wie 50% Rabatt auf den Kauf dieses Spielers? Was? Oder müssen wir den jetzt kaufen? Ich weiß es nicht. Angriffsbonus. Dann heilt er selber Trefferpunkte. Oder soll man da den, dann hält er länger durch. Und kann sich und andere dann länger heilen oder so. Ist das eigentlich Schwächung? Niederstrecken? Smite heißt es bestimmt. Ein Spiel wird von einem geworfen. Schaden zugefügt, sich selbst heilt man auch damit. Okay, da sollte man eigentlich jemanden haben, genau wie den Rocker, der mehr Trefferpunkte hat. Wir spielen einfach den Rocker-Kleriker. Ja, Rocker-Kleriker, super. Für ein echtes Rollenspiel.
Okay. Also entweder lese ich den Text super schnell oder ich lasse es einfach sein, wenn es mich nervt. Wir schauen mal, was hat er denn? Der Rocker. Streitkolben ohne Attribute. Die Robe keine Attribute. Auch wieder zwei Heiltränke. Läuft. Ja, was ist das? Musik, Ton. Ja, die lassen wir mal drin, würde ich sagen. Promocode, Spielspeichern beenden. Ne. Wir lassen es auf BRD. Eingestellt. Okay, los geht's, oder? Also sind alle bereit, alle Charakterbögen fertig. Enter. Leertaste. Klick. Ah, okay. Ja, lass uns abrocken. Muss das nicht der Rocker sagen? Abrocken? Also echt jetzt. Stammt der Charakter etwa aus der Zukunft? Ja, ganz genau. Für gutes Rollenspiel gibt es zusätzliche Erfahrungspunkte. Okay. Ja, okay. Gutes Rollenspiel. Okay. Bevor wir anfangen, solltet ihr wissen, dass ihr die Spielschwierigkeit durch die Erhöhen, Senken der Gegnerzahl verändern. Durch die Erhöhen, Senken der Gegnerzahl verändern könnt? Alles klar. Ach so, das ist wieder hier so ein Google Translate. Na, okay. Also, das Abenteuer beginnt. Jetzt habe ich selber schon okay gesagt. Als ihr erwacht, könnt ihr das kalte Flüstern des Windes hören. An das, was vorher passiert ist, könnt ihr euch nicht mehr erinnern. Ja, was sind wir hier wieder bei Piranha Bytes? Ihr wisst nur, dass ihr eine Gruppe von Freunden seid, die ohne jeden Grund in einen Gefängnisturm gesperrt wurde. Alles klar. Und dass sich alle als Mörder bezeichnen. Originell. Während ihr nach einem Ausweg sucht, bemerkt ihr, dass die Gefängnisgitter unter irgendeiner Art von Magie zerborsten sind. Oh oh. War das vielleicht unser Magier? Lasst uns von hier verschwinden. Als ihr die Zelle verlasst, lauft ihr einen Wachen in die Arme, die sich ganz eindeutig nicht freuen, euch zu sehen. Wache 1. Hey, ihr solltet in der Zelle sein, nicht davor. Ich verstehe. Wache 2 sagt, ihr wollt doch nicht, dass wir euch wehtun, oder? Macht schon. Zurück in eure Zelle. Ha, das werdet ihr bereuen. Einfach so werdet ihr bestimmt nicht in diesen Käfig zurückgehen. Werde ich nicht. Verdammt. Ja, wieso gehe ich nicht da rein? Kommt zurück. Nein. Flieht aus dem Gefängnis. Tipp. Ihr müsst sie nicht gleich alle auf einmal töten. Ihr kämpft jedes Mal gegen so viele Monster, wie ihr wollt. Und das ist ein bisschen komisch, bis ihr das Missionsziel erreicht habt. Alles klar. Tötet zwei Wächter in einer oder mehreren Schlachten. Okay. Sollen wir gleich gegen beide kämpfen? Das wird bestimmt krass. Easy. Achso, bloß der hat 9 Trefferpunkte. Das ist ein bisschen. Wir versuchen es einfach mal mit Zweien. Es wird immer härter. Wir können auch gegen noch mehr kämpfen. Wir machen Kämpfer gegen zwei. Wir beginnen. Bitte nicht schummeln. Wir wurden getroffen. Minus 1. Nicht gut. Das ist wahrscheinlich fliehen. Ist das ein normaler Angriff? Und ist das ein Zauberbuch? Das würde ich jetzt ganz gerne mal wissen. Und das ist wahrscheinlich Gegenstände benutzen. Hier ist wahrscheinlich Blocken für weniger Schaden nehmen. Für weniger Schaden nehmen? Falsch. Okay, wir können einfach nur so angreifen. Wieso? Okay, wir können wohl noch nicht zaubern. Okay, Tutorial. Erstmal lernen, wie man auf den Gegner einfach so einhämmert. Plus 50. Moment, ich habe doch einen zweiten Gegner hinzugefügt, oder nicht? Wir bekommen Gold 1. Goldmünze 1. Und das blinkt Victory 50 Gruppen-EP. Das bedeutet Sieg. Aber leider war das noch nicht der Endsieg. XP haben wir auch bekommen. XP, Experience, Erfahrungspunkte. Oder ERF. So, jetzt haben wir hier. Hier geht es wahrscheinlich weiter. Hier können wir eine Runde rasten. Wir sind ja im Knast, da können wir eine Runde Nickerchen machen. Wirtshaus im Knast, okay. Ja, aufwachen, danke. Das ist immer noch das Menü. Hier nicht mehr draufklicken. Zahnrad, wie immer. Haben wir irgendwas? Nein, wir haben keine neuen Gegenstände. Gut. Kämpfen. Ach, wir müssen den zweiten bekämpfen. Ach so, jetzt haben wir einen erstmal dazu gebeamt. Davor konnten wir ja gar nicht starten. Ah, ja, ich verstehe. So, jetzt bekämpfen wir trotzdem mal zwei, weil wir sind hart im Nehmen. Man sieht schon, es wird schon von easy Richtung hart. Easy heißt leicht, hard heißt hart. Oder schwer. Monster zum Entfernen anklicken. Zack. Nein, danke. Wir wollen die Schlacht beginnen. Da helfen auch keine Cheats. Ja, ich denke, ich bin so eine Art Zauberer oder wie oder was.
Kannst du mal zaubern, Junge? Feindliches Ziel auswählen. Wieso ist das eine 4? Ist das ein Level 4er? Oder was ist los? Feindliches Ziel auswählen. Er trifft für 1, er trifft für 1. Super. Ah. Gut, der Lapp macht wahrscheinlich weniger Schaden, weil er ein Magier ist. Ja, können wir vielleicht Gegenstände nutzen? Können wir... Ne, blocken wollen wir nicht. Wir wollen richtig... Wie seid ihr eine 3? Jetzt habe ich ihn ausgewählt, oder wie? Nö. Was? Ich rauf das alles nicht. Dann verhauen wir ihn halt, mein Gott. Okay, jetzt haben wir doch die... Die Mission... Oh, wir haben zwei Level. Ups. So, können wir jetzt bitte mal das Level up vollziehen? Halt, wir machen zuerst den... Den Cleriker. Können wir das jetzt erst erlernen? Ah, ja, ich verstehe. Wir müssen erst vom Volltrottel zum... Ne? Also, Zirkel der Heilung, würde ich sagen, oder? Wir heilen uns dann immer alle schön hoch. Da gehen wir nicht so schnell den Löffel ab. Achso, jetzt haben wir Level 1. Alles klärchen. Den würde ich auch gerne einen Punkt auflefeln. Ah, ja. Vereisen klingt mir... Also, sehr sympathisch. Vor allem, weil es ja dann zwei Runden... machen können. Schlafen brauchen wir nicht. Wir haben ja reichlich Level-Ups bekommen, also auf Levelung aktiviert. So, Wache 3, Schlagalarm, Ausbruch im ersten Stock. Oh oh, der Alarm. Ich finde, wir sollten uns an den nächsten Wachen vorbeischleichen. Würfelt. Guter Wurf. Die anderen Waffen sind Wachen. Sind so sehr mit der Suche nach euch beschäftigt, dass ihr unbemerkt in den vorbeischleicht. Oh, wie lahm. Als ihr das Erdgeschoss des Turms erreicht, seht ihr eine sonderbare Gestalt in einem dunklen Umhang, die mit einem Pferdewagen auf euch wartet. Sonderbare Gestalt sagt, wir sollten diesen Ort schnell verlassen. Beeilt euch. Ich weiß noch nicht, wer du bist, aber fürs Erste müssen wir dir wohl vertrauen. The strange guy rode with you to the Default Village, where your adventure is just about to begin. Der seltsame Typ ritt mit euch nach, ja, Standardstadt oder Dorf, wo euer Abenteuer gerade erst anfängt zu anfangen am Sein. Quest done heißt Aufgabe erfüllt. Profi-Tipp, ihr könnt euch die Quest nach Belieben aussuchen, aber die Hauptquests sind mit Sternen markiert. Ah, ja, ja. Schon wieder 3 Gold, weil jetzt haben wir so viel, kann man alles auf den Kopf hauen. 120 Gruppen, EP, Erfahrungspunkte. Oder Exp. So, was kann, sagen wir jetzt irgendwie, wir haben 12 Mark. Können wir uns was einkaufen? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall warten, bis wir uns die ersten, bis wir 100 haben, dann können wir uns nämlich unsere, Mana-Entzug zum Beispiel, das finde ich nämlich ziemlich nett. Johnny Nummer, ach so, Johnny Nummer 6. Nummer 5 lebt und das ist dann Johnny Nummer 6. Okay. Schließen. Ja, jetzt klicken wir ihn einfach mal an den Affen. Karte. Karte sagt. Hier haben wir den Hauptquest. Startdorf. Ach so heißt das nicht. Default Village. Die Schenke ist, die, ist das einzige, was zählt. Level 1. Uralter Dschungel. Okay. Ach, Reisen kostet Kohle. Willst du mich verarschen? Ich laufe da von A nach B. Und da muss ich Geld zahlen. Was? Wegezoll oder was? Ein Dschungel voller uralter Geheimnisse. Oh, Teufelshöhle. 75%. Was? Erster Akt, erste Quest, Level 4. Aha. Die Goblins, ihr Gestank und ich. Level 15. Goblin-Versteck 80%. Was ist das? Burgabendlicht, 67%. Irgendwas? Ein Ort für Könige, Königinnen und Prinzessinnen. Vielleicht ein Sternchen, oder? Sonst wäre es ja voll rassistisch. Burgkanalisation plus 100%. Was hinter diesem grünen Rohr wohl alles sein könnte? Ja, wer weiß. Und hier haben wir eine fliegende Holländer. Halt, der will da reisen. Nicht, oh, bitte nicht reisen. Was braucht die Reise rückgängig? Ah ne, wir schließen einfach. Was ist denn hier? Wüste des Sandes, okay. Fernes Dorf. Das kommt mir bekannt vor. Gibt es das irgendwo in einem anderen Spiel? Fernes Dorf. Sand, war das auch gereicht. Nee, wir wollen hier irgendwas machen. Schlafen brauchen wir nicht. Kämpfen. Was ist denn mit Aufgabe? Quest erstellen. Okay.
Bringt Monster zur Strecke und erhaltet dabei 50% mehr App. Rettet jemanden und erhaltet dafür mit gewisser Wahrscheinlichkeit Gegenstände am Zielort. Kommt es zum Kampf, alles klar. Beute zurückgebeutet von Monstern fallen gelassen. Schätze und erhaltet dabei 50% mehr Gold. Das ist ja der Wahnsinn. Roter Zielapfel, Blutedelstein. Es kommt zurück, geleitet jemanden sicher an sein Ziel. Geleitet jemanden sicher an sein Ziel geleiten und erhaltet dafür mit gewisser Wahrscheinlichkeit Ausrüstungsgegenstände. Also das ist doch der Google Translator oder wer hat das übersetzt? Nix Deutsch. Auf der Reise kommt es zum Kampf. Okay. Oh, Fledermaus Level 2, Riesenratte Level 3. Das ist ja eine kranke Geschichte hier. Soll man einfach mal ein Monster zur Strecke bringen und dabei 50% mehr App erhalten? Das müssen wir machen, die müssen wir nicht machen. Das wäre also einfach... Oh, Level 9. Da kriegen wir richtig auf die Nuss. Level 3, Großvater. Sollen wir mal machen? Vielleicht krepieren wir dann. Level 3? Wir sind alle schon Level 2. Eigentlich sind wir dafür viel zu schwach, aber wir machen es trotzdem mal, oder? Rettungsmission, Großvater. Wir retten Opa. So, ein Kind kommt auf euch zu und spricht euch an. Kind, achso, das werde ich später wahrscheinlich sowieso nicht mehr alles vorlesen, weil es immer die gleiche Geschose ist. Geschose oder Schichte. Kind, habt ihr meinen Großvater gesehen? Nein. Ich kenne ihn doch gar nicht. Woher soll ich da wissen, wo er ist? Jetzt aber. Ist doch nur ein Kind. Muss wirklich so gemein sein. Keine Sorge. Wir werden ihn suchen. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Gefahr. Um den Gegenstand Großvater zu retten. Also. Ich darf nicht gemeinsam, aber die objektifizieren direkt mein Opa. Müssen alle drei gegnerischen Angriffswellen besiegt werden. Drei Wellen. Und ich komme nur aus einer. Sag mal. Wieso hat er eine 4? Ich raff das nicht. Ach, das ist die Initiative. Oh, bin ich ein Sp. 1, 2, 3, 4. Okay, die ist als erstes dran. Was machen wir denn? Wir wurden schon angegriffen. Das heißt, wir können die mal ein bisschen verreisen. Oh, dicker Schaden und direkt zwei Runden lahmgelegt. Heilung brauchen wir nicht. Wir hauen einfach das Vieh hier kaputt. Ja, wie ich es mir dachte... Das Vieh kann wieder angreifen. Wie ich es mir dachte. Oh, wir haben keine Mana mehr. Das ist nicht gut. Können wir kaputt schlagen. Dann kann der nochmal angreifen. Wurscht. Dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, die Runde zu verlängern, haben wir nicht nur eine Runde, sondern zwei Runden Betäubung. Das heißt, wir können hier richtig schön einen ausschalten. Das werde ich dann wahrscheinlich mal mit den Dicken machen. Die werde ich dann schön lähmen, während wir den Rest verdreschen. Und der eine, der kann halt nichts machen. Der kann immer Pause machen. Mal. Schön Pause machen. Zeuge der Heilung brauchen wir noch nicht. So, jetzt ist das Vieh natürlich dran, aber wir hauen es einfach mal tot. So, das war die erste Welle. Das war schon extrem heftig. Gruppen-App. Was ist jetzt los? Wir bekommen keinen Mana. Regeneriert im Kampf. Ja, das erscheint mir logisch. Die dürfen zuerst dran, weil sie so flink sind. Die dürfen zuerst dran. Ja... Wir versuchen es einfach mal... Oh, die sind aber übel. Da müssen wir uns einfach unsere Heilung verlassen. Na, die sind aber echt ganz schön hart, die Viecher. Ja, ich möchte aber das auf jeden Fall im letzten Kampf oder in der letzten Runde einsetzen. Man merkt schon, ist nicht für uns. Vielleicht können wir auch wegrennen und kriegen die XP trotzdem. Darauf spekuliere ich einfach mal. Nein, wir versuchen es einfach mal so. Oha, das war nicht gut. Ich mag Schildkröten. Alles klar, der hat schon eine Waffe. Wir heilen uns ein bisschen. Oh, der wird aber hart getroffen. Es nützt nichts. Super effizient. Könnten den kaputt schlagen, wenn es aber nicht reicht. Sind wir dran. Risiko? Nö. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Da muss der Linke auf jeden Fall gleich ein Heiltränkchen nehmen. Oh, das war übel. Zack. Okay, der kann nicht mehr heilen. Da braucht er einen schwachen Heiltrank. Ja, nimm den Heiltrank. Und du blockst einfach mal. Dann triffst du den anderen. Verdammt. Mistvieh. Hoffentlich gibt es einen Lefel ab. Das wäre nämlich supi. So viel Gruppen-App. Jawohl. Puh, was? Fähigkeitspunkte.
Das ist die Riesenratte. Ratti, die Riesenratte. Jetzt überlegen wir mal. Ein bisschen Schmeid wäre natürlich super, ne? Können wir die direkt anklicken? Jo. Und wir können die... Oh, wir können es auch nochmal erhöhen. Dann können wir wahrscheinlich mehr heilen. Das wäre natürlich auch super. Wobei... Eigentlich schon, ne? Wahrscheinlich sollten wir uns hier mit aufs Heilen konzentrieren. Und der andere haut so richtig rein mit seinen Zaubern. Oder das heilt ihn selbst. Oder Wiederherstellung. Einzelne Heilzauber, der 15 Trefferpunkte des verwundeten Ziels heilt. Leck mich am Kittel. So viel. Schwächt den Angriffswert eines Ziels plus zweier Feinde in dessen Nähe. Zwei Runden um minus zwei. Okay, dann machen wir das. Dann werden wir nicht so hart getroffen. Düdü. Aber zuerst wird auch hier aufgelevelt. Die Frage ist, was... Was passiert mit dem Level Up? Machen wir einfach mehr Schaden, oder? Das würde ich gerne sehen. Kann ich mir aber nicht ansehen, weil es ein bisschen schlecht ist. Ich werde wahrscheinlich einfach mehr Schaden machen, aber es wird wahrscheinlich bei einer Runde bleiben. Wenn es mehr wird, würde ich das gerade wählen. So, gehen wir auf Nummer sicher. Oh, passiv mehr. Oh, du hast zusätzliche 6 Mana-Punkte. Was kostet der Spaß? Dann kann ich es nochmal zaubern. Ja. Sehr gut. Dass das nicht aufgefüllt wird, ist halt ein bisschen asozial. Wir haben 24, okay, gut. Aber dann sind wir einfach mal ganz krass. Moment, hat das Ding widerstanden? Die Antwort ist ja. Super effizient. Und das kann man nicht vereisen, dieses Scheißding. So, wir schwächen den Feind. Hat super funktioniert. Ja, halt. Es hat nicht funktioniert, deswegen. Gut, wir versuchen es einfach nochmal. Schwächung. Oh, es ist geschwächt. Hm. Okay. Ja, mit einem Pünktchen Schaden. Ja, es wird nichts zu melden. Verdammt, jetzt wieder. Ja, egal. Schwächen wir es wieder, dass wir... Oh, das kriegen wir so. Komm, das hauen wir einfach tot, das Vieh. Da machen wir gar nicht lang rum. Wird einfach draufgehackt und fertig, du Riesenratte, du. Victory. Oh, das ist doch fast ein Level-Up, ha? 5 Schätze bei Elite gefunden. Und wir haben wieder 4 Mark gewonnen. Und, nicht ganz, verdammt. 24, 27 Mark, das ist eine 7. Was machen wir? Machen wir ein Nickerchen, ha? Aufwachen bitte. Macht euch bereit. Wozu? Ja, kämpfen, was ist das? Gegenstände? Oh, auch hier wieder. Hält 4 Runden an. Bei uns hält es halt ein bisschen länger an. Sehr schön. Brot, halt Trefferpunkte und Mana-Punkte. Das ist aber ein teures Brot. Was sind das für Brotpreise? Wahrscheinlich kannst du auch gleich noch Butter kaufen für 12 Mark, oder was? Guck mal ganz unten. Wo ist die Butter? Oder die Milch? Nein? Okay. TP-Trank wiederherstellen. Ja, das ist so krass. Was können wir denn... Okay, das bringt uns alles nichts. Schleifstein, Kittelschmiede, bla bla bla. Hm. Okay, das ist Heilung, Heilung, Heilung. Oh, plus 500 Erfahrungspunkte, da können wir direkt mal auflefeln. Das wäre ich sogar, da wäre ich sogar echt geneigt, das einfach mal einzusetzen, um richtig abzugehen. Und dann können wir sogar noch eine Karotte und einen Trank kaufen. Das klingt doch vernünftig, oder? Hm. Okay, wir machen Folgendes. Wir kaufen uns den App-Trank. Super. Wir können auch sparen. Dann kaufen wir uns die ganze Zeit nur App-Trank und werden einfach gehen richtig ab. Das habe ich gekauft. Hoffe... Lass doch mal den Texten mal ein bisschen stehen, bis ich ihn wegklicke oder sowas. Meine Güte. Ja. Wir machen das folgendermaßen. Hünx, der Magier, ist quasi, das sind wir. Das ist unser Hauptcharakter. Und der andere hier, der Rocker, das ist nur so ein Lappen, den wir mitgenommen haben. Das ist sozusagen unser Lakai, unser Schutzschild. Der hat uns zu heilen und ansonsten hat er einfach mal das Maul zu halten. Also sind wir quasi Hünx, der Magier. Ja, so wird's gemacht. Gut. Spieler, passiv, plus ein Fertigkeits... Ja, das sind wir. Und du trinkst erstmal ein Tränkchen.
Nicht verkaufen, oder basiert auf benutzen. Benutzen. Benutzen, bestätigen von EP-Trank. Oh, wir haben sogar fast schon Level 5 erreicht. Das ist ja einfach zu krass. Das ist einfach zu krass. Das ist wahrscheinlich für alle, hä? Ein riesiger Meteor fällt vom Himmel und fügt jedem Gegner 6 bis 8 magischen Schaden zu. Wir haben momentan 30, das heißt, wir können 3 mal einsetzen. 3 mal kriegen alle aufs Maul, während wir uns heilen. 6 bis 8. Auch 6 bis 8. Das ist quasi für... Ja, für 4 Mana-Pünktchen mehr. Das wäre wahrscheinlich richtig gut, wenn wir es gegen so eine Horde zu tun haben. Hier können wir sie nur nach und nach vereisen. Hier ist die Feuerkugel, klar, das ist der, der meisten Schaden macht. Und die brennen noch. Was ist denn da sinniger? Ich meine, die brennen für 3 Runden für 5 bis 10. Also einmal kriegt das Ding was ab. Das kostet doppelt so viel, ist aber sofort da, macht aber nur einen knapp den halben Schaden. Das ist auf jeden Fall effizienter. Aber ich will wissen, ob die Betäubungsdauer auch erhöht wird. Wir sind erstmal standardmäßig, würde ich sagen, am Anfang sind wir ein Eismagier, sind halt richtig gut, aber richtig gut. 6 bis 8, eine Runde, reduziert Magiewiderstand. Okay, das heißt, wenn wir danach... Aber wir können sie betäuben und dann können wir etwas anderem draufbomben. Ich weiß es nicht. Wir sind einfach mal Eismagier. Wir sind der Eismagier. Okay. 6 bis 8. 1, 2. Aha. Verdammt, das bleibt doch 1. Aber 5%. Okay. Oh, wir müssen noch mehr Blechen jetzt dafür. 2 Punkte. Das ist natürlich auch wieder etwas, das man vorher nicht weiß. Jetzt weiß man's. Ja, 6 bis 8 hatten wir. Also haben wir es einfach ein bisschen erhöht. Okidoki. Ich schätze mal, der Feuerball ist wirklich für ich hau rein, mach alles platt. Die einzelnen Ziele. Ja. Mehr haben wir nicht. Wir haben gleich ein Level up. Das heißt, wir machen noch so eine Idioten-Quest, würde ich sagen. Ja. Großvater, vielen Dank. Ich kam nicht mehr raus. Was? Ich kam nicht mehr aus der Kirche, weil sie voller Monster war. Ja, haben wir gesehen. Wir haben also in der Kirche gekämpft. Okay, das hat man uns auch irgendwie zeigen oder sagen können. Juhu, Großvater ist zurück. Quest Done. Also, Aufgabe erfüllt. Ihr habt es geschafft. Es gibt wieder XP dafür. Erfahrungspunkte. Und eine Karotte. Gut, dass wir keine Karotten gekauft haben. Jetzt haben wir nämlich... Sonst hätten wir wahrscheinlich keinen Platz mehr für Karotte. Und 4 Mark. Verdammt, das reicht nicht. Aber... Och, das ist jetzt ein Witz, oder? Oh, fehlt da jetzt ein beschissener Punkt. Wo steht's denn? Ach, hier. Och Gott, ey, da können wir die Karotte killen. Dann haben wir wahrscheinlich die Erfahrungspunkte. Egal. Karotte. Komm, die machen wir einfach, oder? Beginnen. Müssen wir das machen? Weil da unten ist ein Sterni. Oh, jetzt haben wir noch die große Quest. Hier haben wir Choose, Wähle. Beutezug, das machen wir auf jeden Fall. Oh, keine roter Zielapfel oder Blutedelstein. Oh, erbeutet von Monstern fallen gelassen. Schätze und erhalte dabei 50% mehr Gold. Das ist ja krass. Verzauberer sagt, ich brauche einige Gegenstände aus der Teufelshöhle. Könnt ihr dorthin gehen und sie mir bringen? Nein. Klar, warum nicht? Uns ist eh langweilig. Wir werden es tun. Seid ihr bereit zum Beute machen? Reist nach Teufelshöhle und für... das kostet aber Geld dahin. Ach Mann, Teufelshöhle, wo ist denn das? Können wir da überhaupt hinreisen? Ja, von mir aus. Ist das die Teufelshöhle? Jawohl. Wieso steht der Level 4? Das war so nicht abgemacht. So, wir müssen 2 Mark investieren für den Scheiß. Was heißt das? Wie sind wir da gerade gewürfelt? Wie sind wir eine 17 von 20? Wir haben W20 gewürfelt. Okay. Ach so ist das gedacht. Okay. Make Camp here. Seid ihr bereit zum Beute machen? Er beutet 5 Blutedelsteine von Monstern. Okay. Was sind wir denn? Level 4, glaube ich. Schwarze Fledermaus ist ein Elite-Gegner. Trefferpunkt 48. Ja, die frieren wir einfach mal ein, würde ich mal sagen, wa? Schwarze Fledermaus. Königsschleim. Oh, jetzt wird schon hart, das ist Level. Wir versuchen einfach mal es damit. Oh, das aber gleich gegen 2 ran. Oh, das könnte übel werden. Aber wir sind auch zu 2. Die sind Level 4, wir auch. Arschlecken, wir kämpfen gegen 2. Das wird richtig übel. Oh Mann, wo sind bloß meine Glückswürfel? So, die...
super effizient und es ist immun. Natürlich ist es immun. Was auch sonst? Schwächung. Gut, beide geschwächt. Und es haut trotzdem noch so rein. Ich glaube, wir haben einen großen, großen Fehler gemacht. Super effizient. Aber ist nicht so super effizient, wenn es nichts bringt, oder? Okay, der ist tot, ist der. Na, das hat sich ja gelohnt. Oh, oh. Renn Feige weg. Wie ein feiger Hund aus dem Kampf fliehen. Jawohl. Oh, sehr gut. Du erbärmlicher Feigling. Hm. Ja, den hat's verrissen. Wie Charakter wiederbeleben kostet eine Mark. Was eine Scheiße. Werden wir überfallen des Nächtens? Wir werden es sehen. Ich hoffe mal, die haben keinen Hunger eingebaut. Also können... Futtersystem. Mit jeder Nacht steigt die Gefahr. Was? Ich verstehe. So, das war also schon mal ziemlich dumm, weil die sich nicht, ja. Erbeute 5 Brüche von Monstern. Wir kämpfen. Ich hätte irgendwie Lust, das Vieh platt zu machen, in der Hoffnung, dass es sich, dingsen lässt. Festtackern. Ja, dann kämpfen wir eben gegen die. Wie viel hätten wir denn gern? Mal 3. Komm, kämpfen wir gegen 3 von denen. Lass mir was Neues ausprobieren. Wieso hauen die denn so rein, diese komischen Affen? Ja, weiß ich nicht. Du bist 1, 2, 4, 5, okay. Ach, die kommen alle vor uns. Na super. Super effizient. Ja, die hauen wir schon weg. Vereisen. Nun auch du. Zack. Und du da oben hast auch mal das Mäulchen. Dood bist du. Und auch du bist Dood. Victory. Oh, das gibt dicke Erfahrungspunkte. Wir haben 3 Stück schon. Anders gesagt, versteinertes Blut. Plus 1. Wie Magie. Was? Kann man die essen? 2 Level-Ups. Oh Gott. Gut, das Scheißvieh war auf jeden Fall immun gegen Eis, also sollten wir nicht nur auf Eis setzen, sondern auch mal den Feuerballjunge für Endgegners oder sowas ausprobieren. Ja, das klingt doch super. Das würde ich auch wechseln können, egal. Hm, Schmeid wäre vielleicht auch nicht das Schlechteste, das hat teilweise ja, ganz gut funktioniert. Hm, schwächt den Angriffswert eines Ziels plus 2er Feinde in dessen Nähe. Ich meine, da können wir sie wirklich zu Lappen machen, können sie dann wirklich bearbeiten, würde ich sagen. Heilung ist zwar auch immer schick, aber ich würde gerne mal mit sowas wie Flüchen arbeiten, dass sie ja wirklich nichts mehr ausrichten können. Aber ich schätze mal, 1 ist immer der Minimalschaden. Ja, 2 Runden lang und minus 2 ist es jetzt... Und minus 5, okay. Gut, das heißt, man wird also tatsächlich gar nicht mal so, ja. Er beutet 2 Blut in die Stände von Monstern. Was habe ich jetzt gerade geholt? Ich habe es vergessen. Ein Feuerball, oder? Ja. Sollen wir dann mal gegen eine Elite, eine schwarze Elite-Fledermaus kämpfen? Komm, das machen wir einfach. Wir fügen einen hinzu und bekämpfen das Mistvieh. Ah, das haut ganz schön rein. Aha, es ist nicht immun gegen Feuer und brennt noch. Sehr schön. Wir schwächen es. Und der Schaden, den es macht, ist 1. Ach so, da sieht man den... Ah, alles klar. Solange das Vieh aber noch brennt... Hauen wir standardmäßig drauf. Und der blockt einfach mal. Oh, Junge, was war das denn? Okay, du kriegst noch einen Feuerball ab. Für die Frechheit. Und wir heilen. Oder ist er nicht mehr geschwächt? Doch, der ist noch geschwächt. Zirkel der Heilung. 5 Punkte Schaden. Krass. Was machen wir? Sparen wir es auf oder nicht? Weil noch brennt es. Das sind ja auch jetzt Schaden. Ach, wir hauen es einfach so kaputt. Zack, zack. Und brenne. Und es dookt. Sehr gut. Victory. Oh, das gibt viele Erfahrungspunkte. Wir haben nur einen. Wir müssen nochmal gegen so ein Vieh ran. Haben aber dafür 4 Mark bekommen. Ah, es reicht nicht ganz mit Rückreise. Egal. Wir kämpfen einfach nochmal gegen so ein Vieh, würde ich sagen. Wollte ein Blutedelstein von Monstern. Ja. Oder sollen wir vielleicht mal gegen so ein
Kann man so einen Schleim vielleicht mal? Hoffentlich vermehrt er sich nicht, dann sind wir nämlich dran. Aber das sieht aus, als ob er sich einfrieren lässt. Level 8. Oh, also das gegen Level 4 Vieh war schon... Achso, das macht ja noch mehr Schaden. Wir können bis zu 6 Punkte Schaden reduzieren. Die Frage ist, können wir die dann komplett ausschalten? Das würde ich gerne mal wissen. Wenn wir jetzt 3 Stück... Ja, aber das ist ja lächerlich. Komm, wir kämpfen mal gegen so einen Schleim. Einfach nur mal zum Testen. 77 Trefferpunkte. Okay, lass mir was Neues ausprobieren. Oh, ich habe versehentlich drauf geklickt. Oh Gott, im Himmel. Wir schwächen es erstmal, falls es gleich reinhaut. Jo, das tut's. Super effizient. Und es ist tatsächlich... Ja. Gut, das in Kombination ist vielleicht nicht so clever. Feuerball-Junge. Ist noch immer gelähmt. Jetzt nämlich nicht mehr. Wir vereisen es einfach nochmal. Und hauen einfach drauf. Das Feuer hilft uns ja fleißig. Ach super, das ist ja easy. Und das Kinderspiel. Oh, fast 400 Gruppen. App ist auch nicht schlecht. 4 Mark dazu gewonnen. Damit haben wir noch die Quest jetzt auf ein Level up. Noch weiter schwächen, dass die einfach... Die harten Gegner uns einfach nichts mehr können. Das hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Und das sind direkt mal 3 Gegner. Doch, das finde ich gut. Jetzt schon noch minus 8 Punkte. Alles klärchen. Und das hält ja 3 Runden an. Ja, das gefällt mir. Können wir dann 3-mal einsetzen. Wobei die wahrscheinlich regenerieren die Marquis-Punkte um 1 Punkt jede Runde. Ich weiß es nicht. Wie viel hat er noch? Ja, ich würde gerne sehen, in. Können wir es bitte digital anzeigen, wenn alles andere auch digital ist? Wie viel ist das jetzt? Können wir das irgendwo einsehen? Ich glaube nicht. Was für Gegenstände haben wir? Eine Karotte. Die frischt, glaube ich, beides auf. Auch hier. Ich sehe es nicht. Ach doch, hier. 5 und 5. Wir sagen mal, ne. So, erbeute ein Blut. Ach, das gab gar kein Blut, Edelstein. Ja, jetzt habe ich es begriffen. Kämpfen wir halt wieder gegen so ein Vieh. Bitte nicht schon 11 Schaden, willst du mich verarschen? Okay, wir schwächen es. In gewohnter Manier. Können wir den Feuerball reinhauen? Ja, können wir. Und es brennt. Gut. Gut, wir nehmen noch einen Punkt Schaden. Und das Feuer hilft uns, wie immer. Das hat uns Lebensenergie abgesaugt, das Mistvieh. Wir heilen uns. Feuer geht immer noch gut ab. Sehr schön. Hoffentlich krepiert uns der Typ jetzt nicht. Der ist nicht mehr... Jetzt ist er wieder geschwächt. Karotte, ja oder nein? Nein. Komm schon, halt durch, Junge. Zeuge der Heilung. Vorsicht. Das hat ihm Lebensenergie abgesaugt. Nicht gut. Jetzt ist er wahrscheinlich im Arsch. Natürlich ist er im Arsch. Wir müssen eine Karotte essen. Und ihm einen Feuerball verpassen. Plus 2 Mana pro Runde. Okay. So. Mein Gott, der Affe ist wieder tot. Meine Fresse, ist das nervig. Ja, wir leveln auf. In was denn? Feuerball oder in Vereisen oder noch mehr Mana? Ich... Ja, der braucht halt schon einen großen Mana-Pool. Kriegt jetzt wieder 6 dazu, da sind es noch mehr. Wir gucken, ob es 48 sind. Wie würde? Ich habe es gerade nicht übersehen. Das Mana ist stark in dir. Du hältst zusätzlich 10 Mana-Punkte, Mana steigern, außerdem den Zauberschaden. Ah, okay. MP steigern, den Zauberschaden. Ja. 5 Mark, willst du mich verarschen? Haben wir wenigstens jetzt so ein Scheißding. Okay, die lassen das Ding nicht fallen. Dann kämpfen wir mal gegen 3 von denen. Bitte nicht schummeln. Wieso ist der immer noch tot?
habe ich es gerade übersehen und da stand sowas wie. Ach so, übrigens, kannst du nur in der Stadt oder so? Wurscht. Wir sind Feuermagier geworden. Aber auch nur, weil die es so wollten. 20 Gruppenbonus. Okay. Jetzt haben wir es, okay. Charakter überleben. Wieso geht es hier? Ach, den haben sie gleich ausgenockt. Oh, wir hätten schlafen sollen. Ich verstehe. Oh oh. Ihr wurdet im Schlaf überrascht. Oh, da kriegt direkt eine gelangt. Jetzt will ich mal sehen, ob das ausreicht hier mit. Wird es komplett negiert, der Schaden? Schwächung aktiviert. Oh, ja, es hat gereicht. Gut. Also wenn unsere Schwächung höher ist als deren Angriffsschaden, machen sie 0 Schaden. Das finde ich gut. Moment, man kann der aufleveln. Nee. Ich frage mich auch, ob der die Chance, die Erfahrung dann verliert oder sowas. Ich. Na, ist egal. Gut, Finger weg. Ich habe euch alle im Auge. Begebt euch nach Startdorf und absolviert die Quest. Ja, okay. Ja. Wir reisen für. Vielleicht kann man da Geld sparen oder sowas. Warum kehren wir immer hier zurück? Okay. Der macht jetzt mal auf jeden Fall. Wahrscheinlich wird's hier. Genau, hier sind wir wahrscheinlich sicher. Kommt, lass uns etwas töten. Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Wir haben nicht genug Verzauberer. Oh, die Zutaten. Ihr habt mir sehr geholfen. Quest done. Juhu, ihr habt es geschafft. Und wieder 8 Mark. Das reicht doch fast für ein Level-Up, hä? Oh, schon lange nicht mehr. Verdammt. Gut, nächste Quest. Ratte. Bringt Monster zur Strecke und erhalte dabei. Level 9. Beutezug Level 1. Dann müssen wir wieder woanders hinreisen. Fledermaus, Riesenratte. Dann müssen wir die erst. Müssen wir die reiten. Jetzt gehen wir mal die Level 1 Quest durch. Ein Mädchen tritt auf die Gruppe zu und ruft mit verzweifelter Stimme. Ist sie süß? Schöne Mädchen in unseren Abenteuern. Das ist doch das Mindeste, was du tun könntest. Na gut, sie hat Charisma 19. Das ist gut. Bauernmädchen, im Dorf gibt es eine Rattenplage. Könnt ihr euch bitte so schnell wie möglich darum kümmern? Nee. Das Bauernmädchen ist total verängstigt. Das könnt ihr in ihren Augen sehen, okay. Ihr helft nicht nur ihr, sondern auch dem ganzen Dorf. Tötet 5 Ratte. In einer oder mehrerer Schlachte. Kümmert euch um die Rattenplage. Alles klar. Also Level 5 war das, ne? Was, wenn ich dann noch mehr dazu beamen will? Ah, man kann nur gegen 5 kämpfen. Okay, dann, Fledermaus? Nein, nein, wir sollen ja Ratten töten. Kindergeburtstag. Da hat er nicht ganz Unrecht. Ja, das wird jetzt ein bisschen spannend. So, das will ich jetzt mal sehen. Jetzt heilen wir uns ein bisschen hoch. Und gucken, ob wir nächste Runde wieder was dazu bekommt an Trefferpunkten, an Mana-Punkten. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Braucht auf jeden Fall mehr Mana, das geht so nicht. Mehr Magiepunkte. Na komm schon. So, die Rattenplage ist damit hoffentlich. Ja, yeah, Victory, sehr gut. Plus 40% Gruppenbonus, Das heißt, je mehr ich habe, desto mehr Bonus bekomme ich? Ist das nicht dumm? Soll es nicht, je weniger ich habe, desto schwerer ist das Spiel? Juhu, App. Eine neue Quest wartet auf uns am Horizont. Bauernmädchen, vielleicht sind die Gerüchte doch wahr. Ihr seid tatsächlich große Krieger. Nee, wir sind Magier und Kleriker. Wartet hier, sie geht schnell in ihr Haus. Was ist denn jetzt los? Nochmal kurz die Nase pudern. Witzig. Quest dann. Ah, so viele Rattenleichen am Boden. So langsam verdient ihr euch den Respekt der Dorfbewohner. Okay, 8 Mark. Oh, das reicht für 2 leckere Tränke. Vielleicht sogar große Tränke mit 50 oder so. Wir schauen einfach mal, was es zu. Ach ja, das ist die, hier, die Trankalte. Gegenstand Ausrüstung, verdammt. Oh, da war ich wieder ein bisschen arg dumm. Ja, wie viel können wir denn tragen?
Fledermaus-Amulett. Was haben wir denn? 35 Mark. Oh, Level 10. Das ist natürlich nichts für uns. Können wir nicht anlegen. Ist ja ganz klar. Schwacher Rubinring plus 10 Trefferpunkte. Ja, 3%, plus 3% Gold. Ja, Punkte. Ja, obwohl, Prozent ist wahrscheinlich besser. Level 6. Okay. Wir sind hier irgendwo. 9 Magie. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist ein extra Heiltrank. Quatsch. Was kostet ein Heilen? 4 oder so, ne? Könnt ihr zweimal uns heilen? Ja, können wir fast mal machen. Ich würde aber, ehrlich gesagt, kaufe ich sowas nicht gern, sondern sowas möchte ich dann gerne finden. Finde ich immer irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß nicht. Oder wir geben uns einfach mehr Trefferpunkte, dass wir länger durchhalten. Und die Gegner sozusagen zermürben mit harten Angriffszaubern. Ja. Okay, wir kaufen einfach mal eine Magie-Halskette, eine schwache Saphir-Halskette. Und wir wollen. Oh, wiederbeleben. Kostet 30, okay. Und es gibt direkt 40 Trefferpunkte. Wahrscheinlich spielt es später eine Rolle. Momentan haben wir gesehen, es kostet 1 oder 5 oder so, wahrscheinlich 1 pro Level. Das lohnt also noch nicht, aber sie haben hiermit dann schon wieder ein paar Hitpoints. Ne, HP. Hitpoints, ja, Trefferpunkte, die sind sich auch nicht einig. Was jetzt Trefferpunkte, wahrscheinlich sind es Hefferpunkte. Wiederherstellen, 140 MP, Magiepunkte, joa, Hitpoints. Großer Phönix aus der Asche, macht 250 wieder gut. Tragbarer Schild, Können wir uns aber alles nicht leisten. Ah, hier, starker ist der nächste für 100 Mark. Oh, 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 oh. Aber gibt schon ordentlich was. Die Frage ist, ob wir uns das beibehalten sollen und dann direkt in den Level investieren. Aber wir haben ja auch 100 zu sparen für den. Hier, für so ein. Dingenskirchen. Haustier. 6500 und das andere brachte 500, ne? Also 5-mal, aber gibt uns 1500 extra. Richtig? Richtig. Ja. Eigentlich müssen wir warten, bis wir 100 haben. Denn wir haben ja gesagt, wir geben das auf jeden Fall nur unser Magier. Der andere ist der Lappen, der uns hinterherläuft. Bekommen wir Gutscheine? Verdammte Axt. Okay, keiner kann aufleveln. Das macht doch nichts. Wir schlafen einfach mal. Einmal schlafen reicht. Ja. Okay, das müssen wir auch noch machen. Wir müssen Fledermäuse töten. Jetzt wird es auf jeden Fall spannend. Ich glaube, der Rest der Folge wird noch so richtig schön mit nervenkitzelnden Aufgaben gefüllt, gespickt sein. Die nervenden Geräusche der Fledermäuse sind gerade dabei, euch halb verrückt zu machen, als euch ein alter Mann anspricht. Alter Mann, wo sind denn all die Mädchen? Alter Mann, die Fledermäuse fressen die Vorräte der Dorfbewohner. Jede Nacht fliegen sie hier herum. Ihr wisst bereits, was zu tun ist. Alter Mann, wir müssen die Vorräte aufstocken. Der Winter steht bevor. Naja. Alter Mann, sehr gut gemacht. Vielleicht könnt ihr noch die Fledermaushöhle ausräuchern, damit es in Zukunft keine Angriffe mehr geben wird. Oh, da müssen wir hinreisen, oder wie? Kümmert euch um einen Schwarm Fledermäuse, die alle Bewohner zu Tode erschrecken und ihnen die Vorräte wegfressen. Okay, 5 Fledermaus in einer oder mehr. Die sind irgendwie. Also mit dem Feuerball können wir auf jeden Fall mal einen ausschalten, den zweiten ausschalten, die anderen werden geschwächt. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Mann, wo sind bloß meine Glückswürfel? Scheiße, der hat das Dreckding nicht angelegt, oder? Oh nein. Oder hat das ein. Haben wir das jetzt oder was? Ne, haben wir nicht an. Verdammt, wie haben wir das anlegen können? Alles Klärchen. Wir fangen mal rechts an. Der verbrennt. Und wir werden auf den hier zaubern, dass die daneben auch geschwächt sind. Schwächung aktiviert. Ja. Hat funktioniert, gut. Schaden ist reduziert. Der ist zu Tode verbrannt. Der wird wahrscheinlich noch verbrennen. Wir kümmern uns um den nächsten. Ja. Machen aber wenig Schaden. Aber man sieht, Minimum ist wohl ein Schaden. Ein Schadenspunkt. Fragt man sich auch, braucht man das?
Oder hauen wir den einfach so aus den Latschen? Ach komm. Wir schwächen sie trotzdem. Und weil wir in der Stadt sind, können wir sie auch direkt danach wieder. Zack, zack. Ja, das sind jetzt die spannenden Kämpfe. Oh, sogar zwei Schaden genommen. Das ist natürlich krass. Victory. Oh, das gibt auch viel Erfahrungspunkte und 2 Mark extra. Hier haben wir Gold und 2 Level-Ups. Endlich. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Weiter schwächen oder mal ein bisschen Heilung? Weiter schwächen, Heilung. Minus 8. Ja, im Grunde genommen können wir so ziemlich den meisten Schaden dämpfen, würde ich sagen. So heilt er eher sich selbst. Aber wir haben ja schon gemerkt, irgendwie wird der eher getroffen. Da könnte man fast sowas überlegen, auf Niederstrecken zu gehen. Wir machen Schaden und heilen uns dann jeweils für die Hälfte etwa. Oder wir heilen alle um 4. Hier haben wir alle für 4 Punkte und hier haben wir ein Ziel für 15. Das ist natürlich wesentlich besser. Warum habe ich das vorher nicht gewählt? Dafür ist es günstiger. Ach, jetzt bleiben wir einfach mal dabei. Zirkel der Heilung, kommen, zack. Steigt die geheilte TP von auf 4. Increase MP by 2. Ja, also irgendwie die Übersetzung ist so ein bisschen... Naja, halbgar, will ich mal sagen. So machen wir mehr Schaden. Feuerball auch auf Level 2. Ja, ich hätte aber ehrlich gesagt gern mehr vereisen. Ich hoffe mal, dass wir... Nein, wir bleiben bei unserem Eismagier-Gedöns treu. 13, 15, 5%, 8%, 16, 20. Okay, okay. Kannst du bitte mal die Klamotte anlegen? Ah, ja. 29. Sollen wir es ausrüsten oder sollen wir einfach warten, bis wir... im Händler vorbei... Was hätten wir denn noch? Also Amulette, das schätze ich mal, kann man immer nur eins tragen oder kann man sich jetzt mehrere, ja. Schnelle Erfahrungspunkte ist natürlich für den Anfang auch ziemlich nett. Mehr Gold, Trefferpunkte, noch mehr Erfahrungspunkte. Ja, das ist die Frage, wie viele Ketten kann ich denn anlegen? Kann ich mehrere Ketten oder sagt er, nö, nur eine Kette? Und Kette und Ring würde gehen? Weiß es halt nicht, ich weiß es nicht. Sollen wir es mal probieren? Aber noch mehr Erfahrungspunkte? Oder gilt das für alle? Ach komm, heute haben wir einfach mal alles auf dem Kopf. Uns ist das jetzt alles wurscht. Wie, wir können noch eins kaufen? Wir haben noch nicht genug Geld. Oder ist das eine... Ist das eine 16 oder was? Okay, wir probieren einfach mal. Kauft schön ein. Ja, ja, nervt mich nicht. Alt, das ist falsch. Charakter anklicken... Ah, ja. Okay, plus 9 Magie. Und plus 4 Erfahrungspunkte. Ja, dann kaufen wir die anderen Sachen auch. Ich würde wahnsinnig ganz schneller aufleveln. Oder mehr irgendwas kriegen. Ja, ja. Ja, ja. Ausrüstung haben wir gesagt, wollen wir kaufen. Man sieht nichts. Ich habe ein Hindernis hier. Okay, können wir uns wahrscheinlich nicht leisten, ne? So, ach, jetzt genau. Das war also doch eine 16. Ja, ja, man hat es vorher gesehen, ist mir klar. Mehr Magie, das wäre richtig schön. Die Fresse einhören, Junge. Trefferpunkte. Ja. Klingt, ja, das klingt alles so verlockend, ne? Am liebsten möchte ich mal einfach alles kaufen. Ja. Oder. Noch mehr Erfahrungspunkte. Können wir sogar zweimal kaufen, ne? Für 6 Goldstücke. Ja, komm, wir sind halt einfach mal... Wir hauen einfach all... Ich liebe es, Gold auszugeben. Ja, ich auch. Zack und zack. Jetzt müsste der eigentlich so richtig abgehen. 4 EP und 2x6 macht 10 Erfahrungspunkte mehr und wir haben mehr Magie passiv. Das würde ich jetzt gerne auch mal weggeschlafen haben. Einmal schlafen. Oh, das haut ja richtig rein.
Oh, die Stunde ist gleich rum. Schaffen wir doch eine Quest. Wie ihr seht, haben NSCs nicht spielbare Charaktere. Manchmal gute Tipps für eure Quest auf Lager oder wissen, wo ihr als nächstes hingehen solltet. Bleibt wachsam. Alter Mann, vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft. Denn wir können wirklich jede Hilfe brauchen. Alter Mann, in letzter Zeit hat sich der König so merkwürdig benommen. Alles ist jetzt ganz anders, als es früher war. Seht ihr, was ich meine? Lasst uns unser Abenteuer fortsetzen. Oh. Anscheinend sind die Fledermäuse in ihre Höhle zurückgekehrt. Ihr solltet weitere Nachforschungen anstellen. Sonst werden sie früher oder später zurückkommen. Diese Schweine. Ja, jetzt bekomme ich noch mehr... Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Stimmt, der Lappen hat nix. Sollen wir dem auch mal was einkaufen? Was können wir dem denn kaufen? Wir haben 10 Mark. Trefferpunkte. Oder ihm auch mehr Magie. Dann kann er ein paar Mal mehr heilen. Von mir aus. Eigentlich bin ich ja jemand, der sagt, wir konzentrieren uns auf diesen Charakter und nicht die anderen, aber damit er auch mal ein bisschen hilft. Ja, man sieht schon, der hat nicht viele Trefferpunkte. Mana-Pünktchen. So, Gan, genau, das denke ich auch. Das nicht. Oh, Fledermaus Level 2. Was muss man jetzt machen? Haben wir das nicht gemacht? Erinnert euch daran, was euch der alte Mann bei der letzten Aufgabe gesagt hat? Nein. Nein, das ganze Glauben und Spielen überspringe ich eigentlich immer. War denn irgendwas Wichtiges war? Ja, das ist auch wieder eine Hommage an MMORPGs, wo der Text ein Haufen sinnloses Gelaber ist, völlig sinnfrei und man klickt im Grunde nur auf Ja, auf Annehmen und später auf Ab. Man bekommt immer so eine Zusammenfassung da unten. Deswegen macht man das heute nicht mehr. Früher hat man tatsächlich aufpassen müssen, vielleicht sogar mit Stift und Papier, ne, hier, und sich aufschreiben müssen, oh, der ist da und hier gibt's einen Trick und da müssen wir hin und so weiter. Heute ist ja alles mehr oder weniger alles im Spiel vorhanden. Naja. Dann solltest du wohl ein bisschen mehr lesen. Manchmal sind nämlich wichtige Informationen und Tipps dabei. Alles klar. Egal. Was hat der alte Mann denn nun gesagt? Der alte Mann sagte euch, dass das Stadtdorf wahrscheinlich wieder angegriffen werden würde. Ihr solltet euch zur Teufelshöhle begeben und dafür sorgen, dass diese Viecher dort nie wieder herausfliegen. Okay. Tötet den Großteil der Fledermäuse in der Teufelshöhle. Tipp, manchmal müsst ihr zur Erfüllung von Aufgaben reisen. Ich würde sagen, wir reisen. Haben wir das Geld dazu? 2 Mark? Sehr gut. Oh, oh, nur eine 3? Was heißt das? Keine Ahnung. So, wir sind mittellos. Töte den Großteil der Fledermäuse in der Teufelshöhle. Tipp, manchmal müsst ihr zur Erfüllung. Ja, ja, wir sind auch schon gereist. 6 Fledermäuse in einer oder mehrere Schlachten. 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir 2x3. Einfach nur... Bitte nicht schummeln. Jetzt greifen sie es an. Oder auch nichts. Schwächung. Wir schwächen sie einfach, weil wir es können. Machen sie es ein Pünktchen Schaden. Wissen die sowieso nicht, um uns zu beweisen hier, sondern einfach nur, damit wir die Mistviecher umhauen können. Ja, das war dumm. Man sieht nämlich, man muss es wirklich mitzählen, weil man das nicht sieht. Ich meine, der hat es wieder angegriffen, hat guten Schaden gemacht. Komm, da kriegt er hinten einfach einen Feuerball ab, verbrennt. Und um den kann man das jetzt, war natürlich nicht so clever, den platt zu machen. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, hatte der jetzt, war der noch geschwächt oder nicht? Oder doch? Oder wie? Oder was? So, 2 Mark extra. Wir kämpfen gegen 3 weitere. 1, 2, 3. Beginnen. Ja, bitte nicht schummeln. Ist okay. So, Schwächung auf die Mitte. Weil wir eh... Ja, wir haben es ja eh. Kaum Feuerball drauf. Das Ding ist sofort platt. Dann heilst du mal. Plus 8. Das ist schon wesentlich angenehmer. Richtig. Der verbrennt. Hier gibt es einen simplen Nahkampfangriff. Ja, man hat es wieder gesehen. Er war schon geschwächt. Oder noch. Man konnte, als er dran ist, dann angreifen. Das ist ein bisschen komisch gelöst, finde ich. Naja. Ah, Level Up dauert noch einen Moment. Wir sind hier eigentlich aber fertig, oder? Gut gemacht. Für das Erste. Wie bitte? Jedes Mal, wenn ihr eine Fledermaus getötet habt, wurde der Nebel um euch herum etwas dichter und dunkler, aber das habt ihr ja gar nicht bemerkt. Oh nein. Bevor ihr überhaupt begriffen habt, dass irgendetwas nicht stimmt, hat sich ein großer Schatten, verdammt, herangeschlichen und ist euch mit jeder Sekunde näher gekommen. Da steht ihr also und wartet und ihr fragt euch, was da wohl in Kürze vor euch auftauchen wird.
Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Bin mal gespannt, wie ihr diese Situation meistern werdet. Manche sagen, töten oder getötet werden. Das ist so merkwürdig. Darauf solltet ihr eure Gedanken jetzt beschränken. Die Gruppe wird angegriffen. Ja, ist ja mal voll asozial. So, jetzt müssen wir aufpassen. Das sind drei Runden, oder? Wieso geht es nur auf ihn? Ach, weil die nicht neben ihm stehen oder nicht so richtig. Nehmen wir die aus erstmal. Aus dem Spiel, meine ich. Ne, wir konzentrieren uns auf den Dicken. Oh Gott, was war das denn bitte? Okay, brennt der jetzt doppelt? Ne, es brennt immer nur einmal. Okay, der muss sich einfach nur heilen. Sonst haben wir gleich ein Problem. Und der würde jetzt, der wird wahrscheinlich so krepieren. Ja, Feuer macht den Rest. Sehr schön. Der wird verbrennen. Wir haben noch mit dem ein Problemchen. Sehr gut. Den haben wir einfach so zu Brei. Gut. Das war gefährlich. 7 Scherze bei Elite gefunden. Och, eine Wüstenröse. Ziemlich poetisch. Plus ein Trefferpunkt. Ja, passiv oder was? Oder wenn man es einfach hat. 7 Schätze. Was heißt 7 Schätze? Ach, Gold ist Schatz. Jetzt haben wir wenigstens wieder Geld. Und Gruppen-EP können aufsteigen, aber nur er? Ne, beide. Sehr gut. Ja, das würde ich sagen, machen wir noch. Wir steigern weiter die Heilung oder das Schwächen. Heilung. Ja. Heilung, Heilung, oder? Ja. Wir konzentrieren uns einfach auf die zwei. Ja, zweimal mehr Mana, aber wir heilen dann 12 Punkte mit jedem Mal. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht so zu verachten. Magiepunkte, also Feuerball hat ja schon richtig gut reingehauen. Eine Kälteexplosion. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal wieder mehr Magie. Dann können wir es einfach raushauen, auch wenn mehrere Wellen kommen. Dann sind wir gut dabei. Machen natürlich mehr Schaden, nehme ich an. Ja, machen wir. Ja, und jetzt? Sehr gut. Ihr habt den Fledermauskönig besiegt. Och, das wird die anderen Fledermäuse derart verängstigen, dass sie die Höhle nicht mehr verlassen und das Dorf in Frieden lassen werden. Jetzt solltet ihr zum Startort zurückkehren. Sie werden sich bestimmt darüber freuen, was ihr getan habt. Oh, das machen wir noch. Kehrt zum Startort zurück und holt euch eure Belohnung. Supi. Wir würfeln eine. 17. Ist das gut oder schlecht? Ach, keine Ahnung. Zack. Hoffentlich gibt mir dieses Mädchen irgendwas Griffiges, falls du verstehst, was ich meine. Hallo, haha, hör auf damit. Junger Mann, hallo, ich bin der Freund des Bauernmädchens. Für wahr seid ihr nun gute Freunde von uns allen? Ihr seid die Helden des Startdorfs. 30 Mark. Oh, jetzt können wir bald einen dicken Trank leisten. Ist es nochmal ein... Oh, der kann wieder aufleveln, der Typ. Da wird er zum richtig krassen Heiler, wenn wir getroffen werden. Der richtet das wieder. Zack. Super. Ja, gut, dann würde ich sagen, beende ich einfach mal hier die Aufnahme. Ich sage mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Mal so ein kleiner Einblick. Ich glaube fast, da es macht gar nicht mal so viel, so unviel Spaß. Also würde ich sagen, gibt es da wahrscheinlich nochmal Nachschlag. Und ja, wir sehen uns dann somit beim nächsten Mal.